Heidi, jetzt fang weit. Jetzt kriegst du deine Schönheitskur von mir. Ne? Wie viele Jahre möchtest du jünger werden? 5, 10, 15? 5 reicht. 5 reicht, nein. Ne? Nicht, dass wir dann noch bei der Null ankommen. So. Auch mit 81 Jahren sind Kamm und Schere immer noch Walter Heinigs Allzweckwaffe. Einmal die Woche öffnet der Friseurmeister aus Wolferstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz seinen Salon. Ganz aufhören stand nie zur Debatte. Jetzt gehe ich mal hier rüber. Das soll jetzt ja auf beiden Seiten schön werden. Ja, Heidi, wir haben immer was zu erzählen. Ja. Und dass man trotz des Alters noch von dem verlangt wird und gefragt ist. Ja, so. Und ich kann nicht klaren, also Kundschaft gibt es genug. Ja. 25 Jahre lang war der 81-Jährige in der Kommission der Meisterprüfungen für Friseure und brachte zahlreichen Auszubildenden das Frisieren bei. Viele Kundinnen lassen Walter Heinig seit 50 Jahren an ihr Haar und waren schon bei seinem Vater. Walter, sein Vater, der konnte auch immer schnell die Haare einen ganz kurz schneiden. Und im Alter muss man auch aufpassen, dass sie mir nicht immer zu kurz schneiden. Jetzt habe ich sie ein bisschen länger, aber naja. Der Sachsen-Anhalter frisiert hier das Modell Konkav, das aktuell in Mode ist. Dabei werden die Haare nach innen gewölbt. Jawohl, gefällt's dir? Ja. Sonst fange ich nochmal von vorne an. Walter Heinig machte sich direkt nach der Wende selbstständig. Mittlerweile arbeitet seine große Liebe mit im Salon, die 79-jährige Ehefrau Sieglinde Heinig. Für die gelernte Kindergärtnerin war der Anfang schwierig, weil der Laden brummt und 8 Stunden stehen einiges abfordert. Er ist immer nett und freundlich zu den Kunden. Er macht Spaß mit ihnen. Wenn er mal ein bisschen ernst guckt, sagen sie, bist wohl krank. Warum bist du heute so ruhig oder so? Ja. Aber sonst, ja, na, macht schon Spaß jetzt, wollen wir mal so sagen. Ein besonderes Anliegen ist Walter Heinig, das Friseurhandwerk weiterzutragen. Deshalb reist er für Vorträge durch die Region und präsentiert Frisuren vom 19. Jahrhundert bis heute. Alles begann mit der sogenannten Ondulation, heute bekannt als Dauerwelle. Die Ondulation war ein Wellenlegen mit warmem Eisen. Und dann wurde gedreht, ja, und nach wieder. Und so wurden die Wellen reingebrannt, ja, so. Ja. Sein Credo lautet, man sollte die Vergangenheit nicht vergessen, aber immer offen sein für Neues. Sie hatten die Geschichte, diese Frisur. Entwarnung hieß er, der Krieg war zu Ende. Die Leute durften symbolisch aus dem Keller kommen und wurde dann, haben die Friseure diese Frisur kreiert. Das ist mein Highlight. Ja, so, das kam wirklich mal eine ältere Dame. Die hat einen Knoten gehabt und sagt, ach, wir haben eine Feierlichkeit. Und sie möchte aber nicht zum Friseur, und so, ob ich so mal campen kann. Und da habe ich mir das einfallen lassen. Ja, so, fachlich, ja, so. Für eine ältere Dame war es ein bisschen gemacht, ja, aber sie sah Schmuck aus. Nach 66 Jahren im Beruf bleibt Walter Heinig im Trend. Der 81-Jährige macht weiter, solange ihm Schere und Kamm nicht aus der Hand fallen.